Dass Kaiser Karl so an Technik interessiert war, überrascht mich. Er hätte sicher auch Interesse an unserer Bahntechnik gehabt. Lehnen Sie sich mit uns zurück. In der dritten Folge gehen wir gemeinsam in die Lüfte. Kaiser Karl war technisch sehr interessiert und von Flugzeugen fasziniert. Die Ettrich-Taube und der Flugapparat Bischof Autoplan erinnern heute noch an die Zeit der Flugpioniere und das Interesse der Monarchen an der Aviatik. Wir befinden uns hier im Flugzeugmuseum Aviaticum in Wiener Neustadt und wir haben hier einen Originalnachbau einer flugfähigen Ettrich-Taube. Der Herr Ettrich war 1909 der erste Flugpionier, der nach Wiener Neustadt kam, um seine Fluggeräte zu testen. Er hatte also davon mehrere, die immer größer und stärker wurden. Er hatte das Glück, dass damals der Direktor der Firma Austro Daimler, die Autos produzierte und Motoren, ein gewisser Ferdinand Porsche war. Und der hat ihm dann einen leichteren und stärkeren Motor zur Verfügung gestellt. Wir haben also hier diese Taube, die also damals das erste Flugzeug war, das wirklich Furore gemacht hat, Rekorde geflogen hat. Die Geschwindigkeit war damals von diesen Fliegern etwa 120 Stundenkilometer. Es wurde ein Höhenrekord aufgestellt im ersten Jahr von 300 Meter. Da lachen wir also natürlich jetzt darüber. Der Passagier durfte also vorne Platz nehmen. Es hat auch damals schon die erste Dame gegeben, die in die Luft gegangen ist. Das war die Lilli Steinschneider. Sie hatte da ein Mützchen auf und einen Schal. Man muss sich vorstellen, man ist ja damals im Freien gesessen, nur eine ganz kleine Windschutzscheibe. Und ich bin also sicher, dass sie damals sehr gefroren hat. Wie wir wissen, ist immer der Krieg der Motor der Weiterentwicklung in der Technik. Ich sitze hier in einem historischen Fluggerät, das ungefähr aus der gleichen Zeit stammt wie die Ettrich-Taube. Und das ist der sogenannte Bischof, mit hartem P geschrieben, Autoplan. Man sieht an der Konstruktion, man hat sich damals wirklich gedacht, ein Auto zu nehmen und den mit Tragflügel zu versehen. Diese Idee kam später dann immer wieder auf. Das Besondere also an diesem Apparat, wie man damals sagte, ist also der Druckpropeller, der also sich hinter der Tragfläche befindet. Wir haben hier eine Instrumentierung, wie sie einem modernen Fluggerät entspricht und vorgeschrieben ist, sodass also das Gerät theoretisch fliegen könnte jederzeit. Dieser Apparat wurde also auch dem Kaiser Franz Josef vorgestellt bei einem Besuch in Wiener Neustadt. Und die Fliegerei hat natürlich einen rasanten Aufschwung damals erfahren. Und zum Ende des Krieges 1918 waren die Flugmotoren, die bei 65 PS hier begonnen haben, schon bei über 200 PS Stärke angelangt. Warum zeige ich Ihnen jetzt das Flugzeug? Es ist ja fast eine Pointe der Geschichte, dass der letzte österreichische Kaiser das modernste Verkehrsmittel auch benutzt, nämlich ein Flugzeug, eine Fokker. Und zwar im Oktober des Jahres 21. Er will es noch einmal probieren. Aber bei dieser Fahrt begleitet ihn seine Frau. Die Zita fährt mit. Es wird in Stuttgart eine Fokker mit den letzten Diamanten, den man noch irgendwie versetzen kann, geleast. Mit Piloten. Und dieses Flugzeug übrigens steht im Technischen Museum in Budapest. Wirklich sehenswert. Geht die Reise los. Man landet in der Nähe von Sopron und auf dem Weg nach Budapest, das kann man jetzt deuten, wie man es möchte, wird in jeder kleinen Station Messe gelesen. Dann verzögert sich dieser Anmarsch nach Budapest. Hörte, hat schon längst durch seine Trabanten gehört, dass der Karl, der Unglückselige, es noch einmal probieren möchte. Und versammelt dort bereits Soldaten in der Nähe von Budapest. Das sind die Truppen von Horthy, die in Stellung gegangen sind. Und es kommt zu einem Blutvergießen, ich glaube 17 Menschen, die dort umgekommen sind.
Und Karl reagiert dann völlig richtig. Er sagt also, das möchte ich nicht. Also noch ein Blutvergießen ist dafür meine Thronbesteigung. Und gibt wirklich auf. Nur jetzt geht man nicht mehr so nobel mit ihm um. Da sind sie bereits auf diesem Schiff. Das ist für beide beunruhigend. Sie wissen nicht, wo es hingehen soll. Also sie sind nur gerührt, dass auf diesem Schiff ein monarchistischer Koch ist. Ich finde die Episode sehr rührend, der noch Schnitzel kocht, der sich wirklich noch mit österreichischer Küche verwöhnt. Und die Zither registriert das auch in den Memoiren, dass noch jemand noch ganz österreichisch reagiert. Und wenn schon der Kaiser da an Bord ist, muss der auch eine ordentliche Mahlzeit bekommen. Und in Madeira geht man dann vom Schiff. Und ein Monarchist hat ihnen dann diese Villa am Berghang oben zur Verfügung gestellt. Es wird erzählt, dass sie feucht war. Und im März des Jahres 22 möchte der Karl für seine Kinder Spielzeug kaufen. Es ist feucht, es ist kalt, er hat wenig anzogen, geht runter in die Stadt und verkühlt sich fürchterlich. So derart stark verkühlt, dass er genau genommen an dieser Verkühlung dann und dann in der Folge dann auch der spanischen Grippe schwer erkrankt. Die medizinischen Mittel damals sind gelinde gesagt krude. Er kriegt Terpentin-Injektionen, damit das Fieber gesenkt wird. Und das raubt ihm letztlich also dann die Kräfte. Und Karl stirbt am 1. April des Jahres 1922. Das ist die Totenmaske. Zu diesem Zeitpunkt ist Kaiserin Zita noch schwanger, zum letzten Kind. Das letzte Kind, das ihren Vater gar nicht mehr kennenlernt. Er wird dort oben auch beigesetzt und man hat dann später mal den Otto von Habsburg gefragt, warum er nicht alles daran setzt, den Karl auch in die Kaisergruft zu bringen. Die haben das jetzt auch seinen Sohn, den Karl, gefragt und hat eigentlich sehr, für mich eine sehr berührende Antwort gehabt. Die Portugiesen haben auf den Papa geschaut, zu Lebzeiten. Und es ist für sie dort die einzige Sehenswürdigkeit da oben. In der Habsburger Gruft ist einer von 34 Kaisern. Aber dort ist ein Magnet für diese Wallfahrtskirche, Nossa Senhora. Und die Seligsprechung hat gewissermaßen dann auch sein Friedenswerk nochmals belohnt, ich will es mal so bezeichnen, belohnt und hat daran erinnert, dass er in so schwierigen Zeiten an die Kraft des Friedens auch geglaubt hat. Ein Werk, das offen geblieben ist. Und vielleicht ist es auch das Spannende an der Auseinandersetzung mit der Persönlichkeit von Karl, dass er so wenige Monate Lebenszeit hatte, um diese Situation zu bewältigen, in einen Krieg hineingestoßen werden, im Krieg dann diese auseinanderdrifteten Nationalitätenbewegungen irgendwie unter einen Hut zu bringen. Er hat ja dann noch im Oktober 1918 sogar die Vereinigten Staaten von Europa als Idee geboren, natürlich viel zu spät. Und mit dem großen Schönheitsfehler, dem er erklärt hat, naja, aber ich bin dann schon der Kaiser dieser Vereinigten Staaten. Also da wurden die Zeichen der Zeit nicht erkannt. Aber wenn wir uns die heutige Zeit anschauen und dann vielleicht in 10 Jahren urteilen, müssen wir uns vielleicht auch die Frage stellen, haben wir die Zeichen der Zeit erkannt? Die beeindruckende Kapuzinergruft. 400 Jahre Geschichte und Bestattungskunst. Hier in diesem Ort gibt es seit 1618 ein Kapuzinerkloster. Das hat Kaiserin Anna gestiftet. Sie kam ursprünglich aus Tirol, hat in Tirol seit frühesten Kindheitstagen Verbindung mit den Kapuzinern gehabt. Denn in Tirol gibt es bis heute eigentlich eine große Kapuzinerniederlassung. Die Kapuziner wurden vom Papst im 16. Jahrhundert von Rom aus über Tirol in den deutschsprachigen Bereich zur Mission geschickt. Und ja, als Tochter vom Erzherzog Ferdinand von Tirol hat die Anna die Kapuziner gekannt. Und als sie nach Wien gekommen ist, Kaiser Matthias geheiratet hat, wollte sie den Kapuzinern ein ordentliches Kloster innerhalb der Stadtmauern in Nähe der Hofburg stiften, damit sie auch ein Haus- und Hofkloster hat. Was die Leute hier fasziniert, ist die Größe, die sie nicht erwarten hier unter der Erde. Es ist die Selbstdarstellung mancher Habsburger. Also die Maria Theresia baut sich hier einen riesigen Raum, all in der Mitte, gemeinsam mit dem Kaiser, dem Franz Stephan, auf einer Höhe. Und es gibt eine einzige Instanz über ihr, Gott. Und es steigert sich zu einem barocken und Rokoko-Fest,
wo dem Herrscher gehuldigt wird. Es ist ein Schwenk durch 400 Jahre Geschichte zum einen, 400 Jahre Bestattungskunst, 400 Jahre Selbstwahrnehmung der Kaiser und Kaiserinnen. Es ist auch ein Ort, wo man sieht, dass der Tod von niemandem Halt macht. Ja, und wir kommen in den Raum, in dem seit Zita alle Habsburgerinnen und Habsburger bestattet wurden. Heute liegen sie nicht beieinander, aber Zita hat ja noch, als sie bestattet wurde, eigentlich damit gerechnet, dass Karl zu ihr kommt. Dazu ist es nicht gekommen, aber heute noch schaut er wohlwollend auf seine Frau. Zita liegt hier in der Kapuzinergruft bestattet, Karl eben nicht, er liegt auf Madeira. Die beiden Herzen sind aber in der Schweiz bestattet, im Kloster Muri. Muri ist ganz wichtig für die Habsburger, war eine habsburgische Stiftung aus dem Mittelalter und ganz nah dran liegt auch die Habichtsburg, der Stammsitz der Habsburger, und so finden sich die Herzen jetzt dort wieder, wo die Habsburger ihren Anfang genommen haben. Seine Sanftmut und seinen Familiensinn bestätigen ihm selbst seine Kritiker, wenn es etwa im interessanten Blatt heißt: Seine Fehler entsprachen nicht seiner rein menschlichen Wesensart. Sie waren das Produkt seiner Umgebung und seiner Zeit, die zu schwere Last auf ungewohnte Schultern legte. Die harte, stählerne Willenskraft fehlte der weichen Veranlagung des Verstorbenen, der ein liebevoller Gatte, ein zärtlicher Familienvater, mitleidsfähig und menschenfreundlich, der Aufgabe, ein in sich zerfallendes Reich mit eisernen Klammern zusammenzuschlagen, nicht gewachsen war. Die Jahre im Exil haben seine passive Widerstandskraft bestätigt, die wohl in der stärkeren Natur seiner Gattin ihren Rückhalt fand. Mit der Geschichte der Herzen beenden wir unsere kleine Rundreise auf den Spuren von Kaiser Karl und Kaiserin Zita. Wer in der Zukunft lesen will, muss in der Vergangenheit blättern. Ein Zitat von André Malraux. Wir hoffen, Sie hatten eine angenehme Reise in unserem Ventuszug. Bis zum nächsten Mal.